Naja, da jetzt irgendwie Heil-Items für auszugeben nach dem einen Kampf. Na, das kann ja heikel werden. Also. Naja, ich glaube, das passt schon alles. Aber mach vielleicht dir, mach ich dir gleich, keinen Kopf. Nee, ach, kaufen wir sowieso nicht. Dafür bin ich viel zu doof. Aber vielleicht. Vielleicht wechsle ich. Obwohl, das ist. Also, um Penny so ein bisschen hochzuziehen, war das eigentlich ganz gut. Nichts gemacht und trotzdem Punkte gekriegt. Das lassen wir, glaube ich, mal so. Du hast ja auch eigentlich eine gängige Methode, aber seine Pokémon zu trainieren. Er hätte mir von Volt irgendwie mehr versprochen, gerade eben. Es aber ist halt auch nur ein Donnerschock, ne? Das ist ja noch die schwächste oder eine der schwächsten Elektroattacken. Hätten wir wenigstens schon einen Donnerblitz, würde das schon anders aussehen. Okay. Na, dann nutzen wir das doch mal als. Sieht es mir noch irgendwas Neues jetzt? Das Licht dort an der Spitze des Turms ist keine Lampe, sondern ein Pokémon. Ah, auch Pokémon strahlen, wenn sie gesund sind, weißt du, genau wie wir Menschen. Ha, aha. Jetzt verstehe ich schon, was hier los ist. Oh. So, du hast doch ein Fischstäbchen. Wolltest du dich vorbeischleichen? Seefahrer sind immer wild. Ich dachte, da liegt irgendwas drin. Sind immer wild auf einen guten Kampf. So, was hast du jetzt? 8 Kapados. Ja, der kommt bestimmt noch. Quapfel. Oh. Okay, auch nur Level 18. Also da hat man schon mal ein bisschen was. Quapfel. Oh, Paddy mal ein bisschen. Also, ich glaube, Paddy kriegt den doch, oder? Und mit so einer Flugattacke? Sure. Why not? Gucken, was passiert. Ha! Gott, sicher daneben. Die Hypnose ging schon mal daneben. So. Jawohl, doch, das geht. Ja, außer wir werden eingeschläfert. Nein, wir werden niemals eingeschläfert. Oh, Regentanz. Regentanz, was macht? Fängt an zu regnen. Ach so, ich verstehe. Ja, das erhöht ja die. Werden, die ja. Genau. Aber wenn. Okay. Das mag ich sehr gerne. Dieses erinnert mich sehr an diese Zonenkarten aus Yu-Gi-Oh! Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Das wäre, hätte ich gerne als Attacke für Paddy, nur dass da statt der Hand ja, ein Lauch der zu Lauch, sehen ist. Ja, oh, das wäre so gut. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, aber es hört ja niemand auf uns, Tom. Ja, wir sollen mal das nächste Pokémon designen. So machen sieht's wir, aus. Machen wir das nicht? Machen Kommt so der Auftrag von Nintendo? Ja, hallo, wir würden der Pokémon-Company gerne das nicht geben. Beziehungsweise Game Freak, ihr macht das jetzt. Achso, was kommt denn jetzt? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Quaputzi. Achso, okay. Ja, da kann Paddy noch mal ein bisschen. Die Entwicklung. Gleich mal wieder her. Ha! Haha! Am Lauch abgerutscht. Ich stelle mir bei dieser Art von Design, generell bei Zeichentrickfiguren, ja. Stelle ich mir immer gern vor, dass die Nasen die Augen sind. Und das andere eigentlich die Ohren. Da guck mal, wie süß das dann guckt. Die Augen. Wenn ach so, jetzt, die ja, ja, jetzt habe ich es auch. Sind die das Augen. Ist so ein. Das ist wie bei den Dark Souls-Viechern. Man muss, genau, wollte ich gerade sagen, man muss sich erstmal. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. So fischern sollte. Ja, doch, es regnet immer noch. Stimmt, es regnet ja. Ja. Deswegen. Ei. Wechseln wir jetzt mal. Auf. Ich würde ja Haustein nehmen. Warte mal. Wasser, Stein ist nicht so gut. Wir machen mal so. Es kommt Stück für Stück. Es kommt Stück für Stück. Ich will nur diese Elektrowasser-Diskussion nie wieder führen müssen. Ah, du glaubst doch selber nicht, dass wir die nie wieder führen müssen. Hat aufgehört zu regnen, so. Dann machen wir Karate-Schlag. Hau ihm genauso zwischen die Augen, dann passt die. Ja, die vielleicht ist Handkante auch das so entstanden, genau. Evolutionär. Das ist immer so oft geschlagen worden. Und nochmal ein Fußkick. Oh nein! Oh shit. Ach, die Entwicklung von Quapuzzi war ja damals in meinem Team gegen dich. Im großen Pokémon Stadium Kampf. Ich erinnere mich auch dran, dass das so suboptimal lief. Für mich, ja. Ja, aber. Aber trotzdem, ich mochte es ja gern. Guts hieß es bei mir. Wasser, Feuer, Elektro. Aber ist doch Pflanze gegen Wasser. Aha. War ganz gut. Mhm. Ne? So. Die Wurst, halte durch die Wurst. Zum ersten Mal die Wurst in dieser Aufnahmesession. Yeah, krieg gleich erstmal einen links und rechts. Ja, aber guck mal, stört ihn gar nicht. Naja, zwei war getroffen. Stört sie gar nicht. So. Was heißt du mal jetzt? Ach so, ja, vor allen Dingen ist doch Regen auch bei Pflanze gut, oder? Eigentlich? Oder Regen ist bei Pflanze gut? Naja, also Pflanzen. Glaubst du, die wächst jetzt, oder was? Ja. Da war doch was. Also, ich
glaube, dass der Regen nur Wasserattacken verbessert. Paddy erreicht Level 17. Aber war da nicht irgendwas? Ich kann ja auch einfach mal nachschauen. Naja, wir müssen ja hier auch einen Bildungsauftrag. Was genau Regentanz macht? Ob's nur... Uff, du hast schwer was drauf. Ich habe schon lange nicht mehr verloren. Ich weiß, gib mir deine Telefonnummer. Was? Meine Nase sagt mir, dass ich mit dir noch jede Menge spannende Kämpfe erleben kann. Ich melde mich, wenn ich ein paar Level zugelegt habe. Diese natürlichen Dialoge immer. Ja, gib mir deine Telefonnummer. Sowas. Du bist wohl doch nur ein Pantoffelheld. Julian ruft an. Oh, das hat tatsächlich mehrere Effekte. Ja. Die Attacken Donner und Orkan treffen immer. Mondschein, Morgengrauen und Synthese stellen nur ein Viertel der maximalen KP wieder her. Wasserattacken werden um 50% gestärkt, Feuerattacken und Solarstrahl dagegen um 50% geschwächt. Pokémon mit der Fähigkeit Trockenheit erhalten pro Runde ein Achtel ihrer maximalen KP, sofern die Kraftpunkte noch nicht vollständig wieder aufgefüllt sind. Danke, PokiWiki. Aber, wenn ich das dann richtig sehe... Aber Pflanzenattacken haben jetzt keinen Nachteil, bis auf Solarstrahl. Was ja Sinn ergibt, ne? Weil Solarstrahl braucht ja Sonne, um sich aufzuladen. So. Was ist denn das für ein Leuchtturm? Der ist speziell. So, was hast du jetzt zu suchen? Bist du zum Gaffen hier? Zum Gaffen? Wenn es das ist, dann mach dich lieber gleich vom Acker. Ich verhaue dich jetzt. Mit meinem Lauch. Mit meinem Lauch. So, was hast du denn? Ein Vogel. Ein Vogelfinger. Mit 5 Pokémon. Alter. Okay, werden das jetzt 5 Taubsies? Okay, da machen wir aber jetzt mal nicht lange. Mhm. Das bringt nichts. Also, ne? Ich bei den, auch wollte in Aktion zeitlich. Sehen. Klatsch. Ganz froh, dass ich gerade geheilt habe, ne? Das hätte jetzt ja so Donnerschock, Donnerwelle war para. Boah. Genau. Also, und Donnerschock kann ja auch paralysieren. Ist eine Chance. Aber das sieht doch besser aus. Ja. Ja, so ein Taubsi hat halt auch nicht Level viel 17. Verteidigung. Level 17, sag ich immer. Level 17. Was ist das denn? Haust du jetzt einfach alle weg, ne? Ja, wir haben in dieser Folge schon so viel. Oh, ich weiß, vielleicht ist ja auch schon die nächste Folge. Die werden immer schwächer. Das weiß ich nicht. Man weiß es einfach. Ich glaube, die war sehr. Also die letzte Folge war schon sehr gut. Aber die ist jetzt, was die Effektivität angeht. Und daran würde ich das ja schon auch messen. Wie viel Pokémon-Kämpfe hat Mats gewonnen pro Folge? Beziehungsweise, nein. Und das ist der Schnitt. Naja. Du hast ja bisher 100% deiner Kämpfe gewonnen. Habe ich schon mal irgendwas verloren? Oder? Haben wir hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Verloren? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir mussten. Also, wir waren, ich sag mal, nah wir waren dran. Kurz davor. Und man könnte auch behaupten, ein bisschen Glück war auch dabei. Aber ich glaube, wir sind noch nicht K.O. gegangen. Es gab übrigens in den Kommentaren noch ein paar Leute, die Hart vermissen. Hart, was war denn Hart nochmal? Das war mir so klar. Das war so klar. Was war denn Hart? Das war das aus dem Ei geschlüpfte Tuxi. Ach so, ja, richtig, das kleine Dings da. Deswegen, weil es ein Ei ist, hast du es Hart genannt. Ja. Ich hab's bald was war denn warum? Hart? Warum? Warum habe ich es denn hart genannt, wenn es ein. Weil es hart. So, weil ich meine gekocht. Eier gerne hart esse. Ja. Ah, ich verstehe. I guess. Ja, sehr, sehr schlau. Für die Vergangenheitsmatz. Naja, ich sag mal. So ist das Leben. Das waren jetzt wirklich haufenweise Taubsies. Es waren nur Taubsies. Von Level 15 bis Level 17. So ein Scheiß. Eine Bandbreite. Aber Level gemacht bei Volt. Ist in Ordnung. Volt soll sich mal entwickeln. Ja. Wow. Dabei ist die letzte Entwicklung, glaube ich, gar nicht so lange her. Wie der eine uns 4000 gegeben hat und die anderen Luschen geben uns hier alle immer nur so 400. Ja, aber der eine war auch ein Gentleman. Hast du dir angeguckt, was der... Guck mal, der gibt jetzt bestimmt auch viel Geld. Warte mal, kann man die Leitern von beiden Seiten hochklettern? Tatsächlich. Ja, bis gerade von hinten hoch. Oh. Und man kommt trotzdem so an. Ja, er dreht sich einmal. Kurz vorher, sieht man nicht. Nee, das ist in der Übergangsphase. So, du bist doch schon wieder ein Gentleman, oder? Was hast du denn? Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Und jetzt sitze ich hier in diesem Leuchtturm. Immerhin fragt er freundlich. So, was hast du denn? Gefragt hat er auch nicht. Oh, ein Fukano. Nice. Was? Ja, Bedroher. Ach, Bedroher, ja. Okay. Direkt wechseln?
glaube, ich hau mal direkt. Heißer Dog wollen wir nicht. Heracles schläft. Aber der schläft ja noch, stimmt. Ach, wir können mal Horstein noch ein bisschen. Ein bisschen hochboxen, hätte ich fast gesagt. Ja, viel mehr als boxen kann der Horstein ja auch nicht. Nö, reicht ja aber auch. Man muss im Leben nicht alles können, nur ein paar Sachen richtig gut. Ja. Und ich sag mal so. Ja, ein Schaufler. Ja, nur ein Schaufler sein. Das hat nur die Verteidigung. Dürfte auch für ein Level abreichen bei Kleinstein. Ach stimmt, der war auch schon ein bisschen. Ja, das sollte passen, ja. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Batsch. Ja. Das hat rumgesessen. Hast du eigentlich so ein bisschen. Oder sagen wir mal so, wie gefällt dir denn Pokémon Heart Gold bisher? Ich mag's. Gerade auch im Vergleich zu Blaue Edition. Na, also da haben wir ja schon. Könntest du dir vorstellen, nochmal zurückzugehen? Das ist das Ding, ne? Also ich glaube, es ist ja nicht so, dass ich das Gefühl habe, alle Komfortfunktionen, die man machen könnte, sind schon drin, sondern es ist so, es ist sehr viel passiert, und aber es ist noch nicht so, wo ich sage, da merkt man, da haben sie sich jetzt komplett alles mal angenommen. So. Deswegen glaube ich. Ich glaube, es wäre schon schwer zurückzugehen. Allein was so, ne, wie gesagt, so Menüführung und so weiter angeht, aber. Ja, und auch also ein bisschen spielmechanisch. Spielgeschwindigkeit. Ja, das könnte interessant sein. Also, ich finde so Sachen wie die EP-Leiste dann nicht mehr zu haben, wenn man Rot und Blau spielt, das ist schon so eigenartig. Aber das Prinzip von Pokémon. Und deswegen haben sie es ja auch nicht so wirklich verändert. Ist halt so stark, dass trotzdem Rot und Blau noch echt viel Spaß machen. Habe ich ja auch wieder gemerkt, als wir es zusammen gespielt haben. Ist halt ein so motivierendes Konzept. Es ist halt auch so, weil sich das so auf das Konzept fokussiert und alles andere so ein bisschen. Ja. Na, das mag ich ja vor allem an Blau und Rot noch, dass du auch so wenig drumherum hast. Hier hast du jetzt ja schon viel Story, viel mehr Dialoge mit viel mehr NPCs, die rumstehen. Also kannst du viel mehr anhören. Rot und Blau ist noch sehr pur, was das angeht. Ja, das, du bekommst ja am Anfang nur gesagt, ja, hier such dir ein Pokémon aus und jetzt geh in die weite Welt. Ja. Und dann gehst du halt und spielst du, ohne ständig unterbrochen zu werden für irgendwelche Geschichte. Ja. Bis jetzt hier in Heartgold ist das jetzt auch nicht so schlimm. Das wird in den späteren Spielen nochmal deutlicher, wo nochmal mehr Story erzählt wird. Und die ist halt meistens ein bisschen bla. Ja, das ist so der erstmal der offensichtlichste Punkt, wo man dann irgendwie mit verhältnismäßig wenig auf. Dieses kleine Viech. Noch was machen kann, um quasi mehr zu füllen, um den anderen zu wecken. Da ist noch viel mehr passiert. Aber ich bin ja sehr zufrieden, dass sie ihn ja nicht quasi am Grundkonzept halt so gezwungenermaßen, weil jetzt ist ja ein neuer Teil und so weiter und so fort, mal so extrem rumdoktern. Es wird eher immer erweitert. Es kommen immer noch so neue Submechaniken dazu und manchmal erklären sie dir die auch gar nicht. Und man kann sehr tief einsteigen in Pokémon. Angeberei. Warte mal. Ich habe jetzt ja, also, achso, hier ist eine Tür. Okay, jetzt verstehe ich das. Geschickt. Das soll eine Tür sein? Ja. Oh, wow. Habe ich aber nur am Licht. What? Och. Jetzt sind wir runtergefallen? Was ist das für eine Struktur? Wer kommt denn da oben dran? Oder ist das ein Fenster? Soll ein Fenster wahrscheinlich sein, kein Kasten, ne? Das kann doch nicht gewollt sein. Ist das jetzt ein Bonus, den du hier gefunden hast? Nee, ich glaube, das ist, weil es ging ja nicht weiter. Oh, ein Sonderbonbon. In der anderen Seite. Warte mal, Sonderbonbon. Vielleicht war das. Paddy? Oh, weißt du noch, was es macht? Nee, habe ich immer wieder vergessen. Warte mal, war da nicht ein Level? Ja. Dings? Gib dir einfach ein Level ab. Aber. Und wir haben, glaube ich, jetzt zwei davon. Ja, ne, war eine Belieber, wo waren die denn? Oh Gott. Da waren sie schon. Sonderbonbon, zwei. Na gut, das ergibt jetzt ja nicht so. Also, ne, hatten wir ja auch schon drüber geredet, das ist ja eigentlich schlauer, es erst zu machen, wenn die Level schon relativ hoch sind, weil man dann so und deswegen. Weil es dann länger dauert. Genau. Nee, es ging oben ja nicht weiter. Deswegen aber wo kommen wir jetzt rein, wenn wir hier. Jetzt müssten wir eine Ebene weiter unten ankommen und dann gibt es hier wahrscheinlich gleich eine Leiter und dann kommen wir auf der anderen Seite hoch. Ja. Nee. Doch. Wir waren gerade da rechts oben. Nee, dann ist das gewollt. Das ist komischer Aufbau. Das ist auch ein komischer Leuchtturm vor allen Dingen. Ja, also sie gehen die erste Leiter nach oben und dann springen sie doch aus dem Fenster. Das sind 5 Meter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Falls sie da Kollegen vor mir sehen, das Berufsrisiko. Vielleicht liegen da schon ein paar, die federn ihren Fang ab.
Ja, Krabbi. Oh, Krabbe. Ich bin ja kein Meerestieresser. Aber so Krabbe mit Lauch. Sieht toll aus. Wie du es gleich essen willst. Naja, das Krabbi. Nicht gleich, aber. Der Härtner. Ja, das ist auch ein guter Wrestling-Name, muss man auch mal ganz laut sagen. Der Härtner. Oh, so können wir auch ein Pokémon von uns nennen. Der Härtner? Der Härtner. Der Härtner. Oh, das ist auch ein Klammer. Oh, ja. Da geht er down. Das hat ja viel Schaden gemacht. Da geht er down. Ich hatte gerade schon so ein bisschen Bedenken, aber... Mutig. Ach. Mutig, Herr Leutner. Klatscht jetzt, pass auf. Zum Glück kein so schlauer Trainer. Ich wusste, dass er das... Tschüss. So. Tja. Ich hab nämlich sein... Wo ich mir das lustig vorstelle, wie so eine kleine Krabbe an deinem Hausstein dranhängt. Einfach und festgeklammert. Nicht durchkommt. Ja. Noch ein Krabbi. Ja, wir wechseln mal. Ein Krabbi nach dem anderen. Heißer Dog. Wir könnten mal außerhalb des Kampfes Herakles aufwecken. Ach ja, da war ja was. Er schläft einfach die ganze Zeit. Dann. Ja, komm. Oder nehme ich. Oder. Heißer Dog. Aber was ist denn? Krabbi ist im Wasser? Nee, ist doch kein. Doch, Krabbi ist im Wasser. Deswegen fand ich es ja mutig, dass du Hausstellen. Ja, ich dachte, der. Aber er hat halt auch keine Wasserattacken benutzt. Deswegen. Ja, und ich dachte wirklich, er ist in diesem komischen Rhythmus dann. Ich wollte irgendwas, was jetzt mal kurz draufhaut. Stimmt, er pennt ja. Er pennt ja. Immer noch eine meiner Lieblingsanimationen. Tschu, 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 tschu. Nehmen diese Blätter. Nice. Lehm. Was macht das? Nichts. Doch, doch. Jetzt kommt's. Initiative sind, okay. Vielleicht latsche ich auch gleich einmal ganz runter. Nochmal zum Heilen? Nochmal ganz kurz zum Heilen, weil dann haben wir das alles im Ding. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass du... Ich meine, kannst du machen, weil dann wirst du kein Item verbrauchen. Aber... Ach, das haben wir jetzt auch Kohle verdient, ne? Den Aufwecker jetzt einmal zu benutzen und vielleicht einen Trank und dann bist du doch fertig, stimmt, oder? Naja, man könnte Paddy nochmal wieder hoch. Hörer ruft an. Ja, du, wir haben gerade ganz andere Probleme. Das mögen manche Leute auch überhaupt nicht, wenn du die Telefonate ignorierst. Was? Ich ignoriere es ja nicht. Also, ich gehe nur nicht ran.